Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit die lange Leitung. Die lange Leitung heute mit mir, ich bin der Sashi. Marc Hagenbeck, unser Mentalist und Gedankenleser, ist in der Guten Leitung. Tag. Hallo Marc. Ja, hi, hi. Hallo. Und die Kim Weber ist auch da, die YouTuberin. Hi. Und die Kim hat heute einen Gegenstand mitgebracht, den wir erraten sollen. Und bitteschön, Kim, das ist deine Bühne. Jetzt halte ich den Gegenstand in die Kamera. Ja. So. Marc und ich sehen ihn natürlich nicht, ist ja klar. Genau. Letzter Hinweis, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Es macht Flüssigkeiten bunt. Was macht es? Es macht Flüssigkeiten bunt. Flüssigkeit bunt. Wer darf anfangen? Sascha, fang du an. Wasserfarbmalkasten könnte es sein. Nein. Aber ich, Ach so. ich sage, ich habe ja nichts Ach gesagt. Nein, 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 nein. Ha, 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 ha. Ich habe noch keine Frage gestellt, ich habe nur gemutmaßt. Ha! Okay, Und das war eine dadurch, dass du miese Nein Nummer gesagt hast, gerade, eine und ganz dadurch, dass miese du Nummer. Nein gesagt hast, ja, genau. Es macht Flüssigkeiten bunt. Also, was könnte es denn alles sein? Ahoi-Brause fällt mir ein, Wasserfarbmalkasten fällt mir ein, Tinti, das Ich ist glaube, so du darfst aber eine nur eins Bade. nennen, oder? Ja, ich fällt mir nur ein. Warte mal, es fällt mir nur ein. Aber wie frage ich jetzt danach? Moment. Ist es etwa, ist es ein Hygienemittel? Nein. Mist, ärgern, ärgern, ärgern. Also ist es Marc. ein Lebensmittel, das man verzehren kann. Ja. Ja. Okay, es macht Flüssigkeiten bunt. Ist es etwas, das ich im Supermarkt bekomme? Ja. Okay. Hä? Ist es etwas, was man so zu Hause hat, oder geht man in der Regel, wenn man es braucht, erstmal los, um es sich zu besorgen? Ach so, das war jetzt doof, ne? Kann man nicht mit Ja oder Nein Ja, beantworten. ich muss Anders eine geschlossene Fragen Frage stellen. stellen. Okay, Ja. muss ich extra losgehen, um es mir zu besorgen? Ach du Ja. Scheiße, habe ich das jetzt rausgebracht? Wie? Okay. Nee, es wird ja in jedem Fall nach Hause gebracht. Was ist das für eine bescheuerte Frage? Ja. Ja, Sascha. entschuldigen Sie. Du bist dran. Ach so, ich bin dran. Na ja, Genau. gut, dann Ja, war ja Sascha, klar, du dass es bist nein war. dran. Also, es wird dir nicht nach Hause gebracht, wenn du nicht danach fragst, oder wie? Hä? Komisch. Ja. Egal. Also, es kommt, kriegt man im Supermarkt, es macht Flüssigkeiten bunt, es ist ein Lebensmittel. Ist es etwas, fällt es unter die Kategorie Süßigkeiten? Nee. Nein. Obwohl, definier mal jetzt Süßigkeiten genauer ein bisschen. Naja, es ist sehr zuckerhaltig sozusagen. Nee. Nein. Hat es überhaupt, ist es, ist, hat es überhaupt irgendeinen Geschmack? Ja. Also es ist Also es es ist schmeckt nicht nach etwas. geschmacksneutral. Es ist nicht geschmacksneutral, es schmeckt nach etwas. Gibt es davon verschiedene Geschmacksrichtungen? Ja. Okay. Ist es Brause? Nein. Nee, keine Brause. Das wäre ja süß, ne? Genau. Also Ja, ich würde es unter als anderem. süß Ich glaube, bezeichnen. Genau. jetzt weiß ich es. Warte mal, jetzt muss ich überlegen, ob wie rum ich frage. Ist es etwas, was du als gesund oder nicht gesund erachten würdest? Warte mal, ich überlege noch. Ist es etwas, was du als Es ist nicht zuckerhaltig. Okay, würdest du es als gesund bezeichnen? Ja. Ha! So, mein Ja, siehst du. Es ist gesund, es macht Flüssigkeiten farbig. Aber es ist auch etwas, was man trinkt dann?
Ja. Okay, es macht Flüssigkeiten farbig. Es ist gesund. Es kriegt man im Supermarkt. Was ist denn das? Trinkt man es, wenn man fit werden möchte? Ist es etwas, ist es ein zusätzliches Getränk oder ist das ein alltägliches? Andersrum, es ist kein alltägliches Getränk. Kann ich nicht so beantworten. Die Hälfte der Also, Menschen sagen, ist ja, alltäglich okay. und ja. Also der Otto-Normalverbraucher, so wie jetzt ich, der trinkt sowas ständig oder häufig, sehr häufig, oder ist es eher ein Exot? Also Moment, andersrum, der Otto-Normalverbraucher trinkt es eher häufig. Ja. Ja, Ich okay. sag mal so mittelmäßig, ja, so. Und es ist etwas, was man einer Flüssigkeit hinzugibt, so wie bei der Brause. Also du hast jetzt zum Beispiel ein Wasser oder irgendeine andere Flüssigkeit und das, was du da gemeint hast, das gebe ich dieser Flüssigkeit hinzu und dann ist sie bunt. Genau. Jetzt bin ich natürlich in den Arsch gekniffen, ich habe keine Ahnung. Was ist denn das? Irgendein Zusatz für. Tut man das in Wasser? Ja. Och, Mist, ein Ja wäre mir. Ein Nein wäre mir jetzt lieber gewesen. Jetzt muss ich weiterraten. Man tut es in Wasser hinein. Und es ist im Supermarkt erhältlich, es ist gesund. Was mache ich denn in Wasser und es ist gesund? Verdammte Hacke, und ich trinke es öfter. Also jedenfalls der Autonormalverbraucher. Was ist denn das? Es kann eigentlich nur Bier sein. Was? Wie Bier? Du mischst ja nicht dein eigenes Bier. Nee. Nee, Schwachsinn. So, als wenn du irgendwo im Supermarkt irgendwas kaufen würdest, das machst du ins Wasser, dann ist es Bier. Haha. Quark. Nee, nee, nee. Und es ist. Nee, Es ist, Moment, ich bin doch dran, oder? also ich tue es, darf ich mal weiterraten? Aber ich bin doch dran. Ja, aber ich Nur weil würde du dich Bier gerne mal gesagt hast und es war überspringen. ein Nee, bin ich jetzt dran oder bin ich jetzt nicht mehr dran oder was? Doch, du Stopp, bist, ja, stopp, komm, stopp. du bist doch dran, ja. Ja, hier, ich will das Ding ja hier gewinnen. Ach so. Ja. Es geht ja hier um Sieg und Niederlage, Marc, übrigens. Ach so. Ja. Das hast du aber vorher nicht gesagt. Doch, das habe ich immer gesagt. So, pass auf. Es ist Jetzt bin ich nicht gespannt. alkoholhaltig. Nee. Genau, es ist ja gesund. So. Also, was hast du gesagt? Es ist nicht alkoholhaltig? Alkoholhaltig. Nee, ist es nicht. Nee, ja. Genau. Ja, dann kennen wir Okay. es nicht. Doch. Ja, dann bin ich raus. Ja, das. Ich kann ja mal einen Tipp geben. Gibt's ja genau, gib mir mal einen Tipp, das wäre auch eine gute Idee. Mich gibt es in zig verschiedenen Geschmackssorten. Also da Das haben wir ja ist die schon, haben wir Auswahl schon festgestellt. riesig. Ja, aber die ist wirklich riesig. Das habe ich nicht verstanden, das letzte. Es ist riesig. Die Auswahl ist übertrieben riesig. Du hast da, weiß Riesig? nicht, riesig, Ach. also groß, jede Ja, das Menge. ist. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Ja, dann sag mal, ich gebe weiter. Ich frage mal weiter. Das Ja. Wasser, wo ich das reingebe, ne? Ja. Ist das zufälligerweise vorher erhitzt worden? Ja. Mann, Elert. Ah. Ich will dies Okay. wieder zurückhaben. Gott, sind wir behindert. Entschuldigung. Ja. Es ist Tee, oder? Es ist Tee. Ja, es ist ein Teebeutel, ja. Teebeutel. Oh Mann, Ja. ey. Oh. Ah. Ätzend, wenn der Markt gewinnt, ist ätzend. Herzlichen Ja, Glückwunsch! Yay! wenn ich gewinne, dann muss es schon ein sehr leichtes Rätsel sein. Ja, allerdings. Allerdings, aber Tee, wie bescheuert, dass man nicht da drauf kommt, ne? Ja, ne? Oder? Ich habe die Das ist ganze Zeit eigentlich an so einen total easy. Sirup gedacht. Es gibt ja diese Tip-Top-Sirups, aber als ihr da mit Ja. diesem Zucker weggegangen seid, ne, da habe ich gesagt, Ja. hä? Ich hab gesagt, hä? Ja. Zucker, ohne Zucker? Was soll denn das sein, bitteschön? Ja, Ich bin ja, ja, übrigens, ich bin ja kein Teetrinker, deswegen kam ich nicht drauf. ja. Ja, also in Tee knall ich auch immer eine halbe Packung Zucker noch hinterher. Das ist Also, also wenn nicht ich das Tee Ding. trinke, dann muss ich aber richtig scheiße krank sein, ehrlich. Ja. 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 Ja, Ja, wo das ist war wieder die Getränk? Wo lange kann ich Tee? Leitung. Das war wieder die lange Leitung. Diesmal mit Kim und Marc.
Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann mit einem neuen Gegenstand, der zu erraten ist. Und vielleicht ist es dann ein bisschen einfacher oder jedenfalls nicht so einfach kompliziert. Na egal. Ja. Cheerio, Miss Sophie. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Das war die lange Leitung auf Shokibanuki New Television. Wir würden uns alle freuen, wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr eine Nachricht bekommt, wenn ein frisches Video online ist. Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat.